In diesem Video zeige ich dir, wie du mit ChatGPT ein Malbuch bzw. eine Weihnachtskarte zum Ausmalen erstellst. Dazu benötigst du den Plus-Account von ChatGPT und dann findest du hier im oberen Bereich diesen Explore-Button. Wenn du da drauf klickst, dann öffnet sich eine Liste von vorgefertigten GPTs, die hier schon eingestellt sind. Und dann findest du hier unten wahrscheinlich, weil ich habe den schon verwendet, deshalb ist er bei mir hier oben, diesen Coloring Book Hero. Den wählen wir jetzt mal aus. Und mit diesem Tool kann man Ausmalvorlagen erstellen. Und wir möchten jetzt eine spezielle Vorlage für eine Weihnachtskarte erstellen. Und zwar ist diese Weihnachtskarte für Oma Inge und die möchte gerne einen Weihnachtsmann, wie er auf dem Dach neben dem Schornstein steht. Und deshalb werden wir jetzt so eine Weihnachtskarte erzeugen. So, wir geben ihm also die Aufgabe. Erstelle bitte ein weihnachtliches Ausmalbild mit einem Weihnachtsmann mit einem Sack Geschenke auf dem Dach neben einem Schornstein. So, sage ich Nachricht senden. Und jetzt läuft der Gute los und zeichnet uns das Ausmalbild. Dauert einen kleinen Moment. Jetzt hat er uns dieses Ausmalbild erstellt. Das können wir jetzt einfach herunterladen. Und dann kann ich das ganze Bild abspeichern. Jetzt fällt mir aber ein, ich möchte vielleicht auch noch ein Bild für den Onkel Martin und der möchte einen Weihnachtsmann auf dem Motorrad. Auch hier erstellt er jetzt wieder das Bild. Das dauert einen kleinen Moment. Und da haben wir den Weihnachtsmann auf dem Motorrad. Wie gehe ich jetzt weiter vor, damit ich das Ganze ausdrucken kann? Auch hier gehe ich natürlich wieder mit der Maus drauf und lade mir die Datei herunter. Jetzt kommt es darauf an, wie du normalerweise arbeitest. Ich arbeite mit Microsoft Office, das geht aber auch mit jedem anderen Textverarbeitungsprogramm. Ich habe also hier schon mal eine leere Seite vorbereitet und da füge ich jetzt diese beiden Bilder ein. Ich möchte das als Weihnachtskarte ausdrucken, ne, so dass ich das Ganze also halb schneiden kann. Jetzt füge ich da eine Tabelle ein, die halt vier Felder groß ist, damit ich so ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme. Wie groß meine Bilder sein dürfen. Und da habe ich es schon übertrieben mit der Größe. So. Na, also ich kann nachher hier in der Mitte an dieser Linie die Karte auseinanderschneiden und dann habe ich halt zwei Karten, die relativ gleich groß sind. Die Ränder könnt ihr dann danach außerhalb noch ein bisschen beschneiden. Dazu nehme ich jetzt erstmal die Rahmenlinien alle raus. Genau, und nehme nur die in der Mitte. Da wähle ich also hier so eine dünne gepunktete Linie und nehme dann hier Rahmen übertragen und kann dann hier die Mittellinie anklicken, damit die auch im Layout dann mit gedruckt wird. Anschließend gehe ich auf Einfügen und Bilder und hole mir aus dem vorgegebenen Ordner, da sind die Karten, und dann hole ich mir den Weihnachtsmann. Genau, der ist jetzt ein bisschen groß. Mache ich kleiner. Wenn ihr hier auf dieses Feld klickt, dann könnt ihr das noch aus dem Zeilenumbruch rausnehmen und sagen, dass es frei beweglich ist. Und dann kann man das in die Mitte oder weiter runter und kann dann da oben halt noch Grüße, Glückwünsche oder irgend sowas draufschreiben. Das kann man dann auch mit der Hand noch rausschreiben. Ich hole jetzt noch das andere Bild rein. Einfügen Bilder. Dieses Gerät wieder kleiner machen. Einfach schauen, dass es von der Größe her passt.
umschalten mit Textumbruch und dann kann ich hier diese beiden Bilder ausdrucken und kann die Karten auseinanderschneiden. So sieht das dann aus, wenn es ausgedruckt ist. Na, da ist in der Mitte so eine kleine Trennlinie, wo man das auseinanderschneiden kann und dann weiter bearbeiten. Solche und andere nützlichen Dinge lernst du in der Online-Technikwerkstatt. Melde dich an und nutze den kostenlosen Probezeitraum.